Nun ist die Katze endgültig aus dem Sack. Auf die Beschimpfungen, auf den indirekten Zwang durch andauernde Tests und das Aussperren aus dem gesellschaftlichen Leben folgt jetzt mit dem Gesetz für den Impfzwang das offene Eingeständnis von Türkis-Grün. Die Regierung will die Menschen zwingen und unterdrücken. Doch jeder kann etwas dagegen tun. Auf der Internetseite des Parlaments gibt es für jeden Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen gegen die Impfpflicht, aber auch gegen die Beugehaft abzugeben. Und das geht ganz einfach. Einfach den eingeblendeten Link abrufen und auf das Feld mit dem Text "Hier können Sie eine Stellungnahme abgeben" klicken. Den Link findet ihr selbstverständlich auch im Posting bzw. Beschreibungstext zu diesem Video. Ich halte es für wichtig, dass der Gesetzgeber weiß, was ihr davon haltet. Bringt eure Kritik zum Ausdruck, bringt die Parlamentsserver zum Glühen. Bis zum 10. Jänner haben die Österreicher nun die Gelegenheit, ihre Stellungnahme in dieser Angelegenheit abzugeben. Je mehr Leute ihren Missfallen gegen dieses Gesetz zum Ausdruck bringen, desto größer ist unsere Chance, dass wir es am 1. Februar nicht haben werden. Erfreulich ist, dass sich mittlerweile auch Expertenmeinungen mehren, wonach das Impfzwanggesetz verfassungswidrig sei. Da es Hinweise auf einen reduzierten Impfschutz bei der neuen Omikron-Variante gibt, sei aktuell unsicher, ob die Impfpflicht die ideale Maßnahme in der Pandemiebekämpfung sei, erklärte ein Grundrechtsexperte vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte an der Uni Wien. Dieses Argument führt die FPÖ übrigens seit Monaten ins Feld. Die Impfung wirkt aber eben nicht gut genug. Deshalb muss man auch die berechtigte Frage in den Raum stellen, wie notwendig eine gesetzliche Impfpflicht sein kann, wenn es dafür nicht einmal wirksame Impfstoffe gibt. Fakt ist, dass der Neutralisierungseffekt laut deutscher Studien bei der Omikron-Variante nach zweimaliger Impfung mit BioNTech oder Moderna nach 6 Monaten auf Null steht und 3 Monate nach erfolgreicher Boosterimpfung nur mehr 25% beträgt. Und mit solchen Daten soll eine Impfpflicht gerechtfertigt sein? Wie auch immer, auch an anderer Stelle ist derzeit eure Mithilfe gefragt. Denn auch das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, mit dem auch die Beugehaft neu geregelt wird, ist derzeit in Begutachtung. Die FPÖ verlangt, dass in diesem Gesetz klar festgelegt wird, dass die Beugehaft für Menschen, welche die Impffreiheit für sich in Anspruch nehmen, nicht angewendet werden darf. Alle Bürger haben auch hier die Möglichkeit, auf der Internetseite des Parlaments eine Stellungnahme abzugeben. Der Ablauf funktioniert gleich wie beim Impfpflichtgesetz. Wie man sieht, kann man sich neben der Teilnahme an den zahlreichen Demonstrationen auch so aktiv an der Bekämpfung der türkis-grünen Ungerechtigkeiten beteiligen.